Dr. Karin Bettig München, Bel Canto, Video 3. Wie wird die Stimme beim Sprechen oder Singen locker? Wie kriege ich mehr Power, Resonanz hin? Wie beuge ich vor gegen Heiserkeit nach längerem Stimmgebrauch? Viele Menschen werden bei längerem Sprechen oder Singen heiser, kurzatmig oder müssen sich öfter räuspern. Wenn dann die Stimme hakt oder gleich ganz versagt, wird der Redner oder Sänger nervös und die Unruhe im Publikum steigt. Jeder, der schon einmal ein Referat gehalten hat, kann sich gewiss noch an sein Lampenfieber und die Angst vor dem Stimm- oder Redeflussversagen erinnern. Hier eine gute Übung, um die Stimme besser in die Mitte zu bringen und solche kleinen Attacken zu vermeiden. Der Fingernagelbeißer. Eine lustige Übung aus meinem Buch Singen wie Callas und Caruso. Um die symmetrische Kopf-Kiefer-Kinn-Position zu erspüren, benutzt du jetzt deinen Fingernagel. Du legst den Fingernagel deines Zeigefingers in die Mitte zwischen deine Zähne und beißt ganz leicht darauf, dass es spürbar ist. Das sieht jetzt so aus. Dann legst du deinen Daumen der gleichen Hand unter das Kinn in die Kehle hinter dem Kieferknochen, der die Kinnschublade bildet. Hier. Diese Kuhle befindet sich genau hinter dem Ende des Kinns, da wo du in diese weiche kleine Kuhle hineinfassen kannst. Die Daumenspitze berührt dort den Mundboden. Der Daumennagel liegt dabei genau auf dem Kehlkopf oder dem Adamsapfel. Das heißt, du musst das Kinn ein wenig nach unten bewegen und den Nacken aufrichten. Dann spürst du genau, was bei deinem Kehlkopf in dieser Position passiert. Das sieht dann so aus, als ob du am Zeigefinger lutschen würdest. Ich zeige es von der Seite, damit man das ein bisschen besser sieht. Du merkst, man kann in dieser Position auch Töne produzieren. Damit du mich besser verstehst, mache ich das aber nicht die ganze Zeit. So, das sieht so aus, als ob du am Zeigefinger lutschen würdest. Mit dem Daumen kannst du in der kleinen Kuhle unter dem Kinn hineinmassieren und spüren, ob die Zunge sich im Mund unnötig anspannt. Mach ein paar Töne, sprich ein paar Worte und spüre, was dein Daumen und dein Zeigefinger wahrnehmen. Beobachte es einfach. Spannend, nicht wahr? Mit dem Fingernagelbeißer kannst du eine Stimmübung mit A und I-Vokal im Wechsel machen. Diese Übung heißt im Belcanto-Fachjargon Vokalausgleich und dient dazu, die Resonanz immer vorn in der Kinnkuhle und darunter in der Höhle hinter dem Brustbein, in der Mitte der Brust zu spüren. Wenn du die Vokale A und I im Wechsel über eine Fünftonreihe, eine Quinte singst, spürst du den Kehlkopf unter deinem Fingernagel und die Bewegung der Zunge bei A und I wie eine Fächerbewegung am Daumen. Beim A liegt die Zunge nämlich breit und flach im Mund. Beim I erhebt sie sich hinten wie eine aufgestellte Kobra. Wenn du Fingernagel und Daumen benutzt,
kannst du den Kehlkopf und die Zunge ganz genau bei der Tonproduktion beobachten und spüren, ob der Resonanzraum in der Kieferkuhle und hinten im Rachen am Gaumen frei bleibt, sodass der Ton ungehindert und klar erklingen kann. Ich verspreche dir, dass du die Zunge und den Kehlkopf sofort bei jeder falschen Bewegung auf frischer Tat ertappen wirst und der Ton dann abgequetscht wird. Probier das doch mal auf eine Melodie, wie alle meine Entchen, um zu sehen, ob deine Stimme lockerer wird. So, ist nicht so einfach, so ein Beispiel am Mikrofon zu produzieren. Also, in jedem Fall, wenn andere dich hören, erntest du nicht nur Gelächter, sondern spürst ganz sicher, ob deine Töne und die Stimme sich danach voller und weicher anfühlen. Für Profis hier nur die Anmerkung, dass mit dieser witzigen Übung die Extremlagen der Stimme trainiert werden können. Und der gefürchtete Tenorknödel nach wenigen Tagen einfach dahinschmilzt, wenn du das richtig machst. Ich habe das selber ausprobiert und an mir erlebt. Also los, immer munter ran ans Ausprobieren. So viel zum Vokalausgleich mit A und I. Natürlich kannst du das auch mit jeder Arie, mit jedem deiner Lieder machen. Egal, ob du Popsänger, Musicalstar oder Opernsänger werden willst. Auch für Profis ist diese Übung ein wirkliches Wunder. Probiere es mal 3 Tage aus und melde dich dann bei mir. So viel zum Vokalausgleich von Dr. Karin Wettig, Belcanto, München. Tschüss, das war's.